Herzlich willkommen zu meiner Vorlesung Thermodynamik. Im Folgenden möchte ich mich damit befassen, was passiert, wenn wir ein Gas erwärmen. Und zwar unter Bedingungen, in denen wir konstanten Druck oder konstantes Volumen uns anschauen. Also das nennt sich bei konstantem Druck isobar und bei konstantem Volumen isochor. Denn wir sind ja immer noch nicht so richtig, wir haben immer noch nicht die Maschine und wir müssen einen Kreisprozess konstruieren. Und wir müssen uns deswegen über verschiedene Schritte noch weiter im Klaren sein, damit wir nachher tatsächlich einen Kreisprozess haben, aus dem wir permanent kinetische Energie generieren, um unser Fahrzeug voranzutreiben. Also schauen wir uns zunächst nochmal das Diagramm an. Für ein ideales Gas, für ein System, in dem ein Austausch von Wärme mit der Umgebung möglich ist. Und dort verhielt sich ja P als Funktion von V hyperbelförmig. Und zwar abhängig davon, bei welcher Temperatur wir arbeiten. In diesem Fall wollen wir nun die Temperatur verändern. Das heißt, wir wollen bei einem konstanten Volumen, also isochor, arbeiten und wollen von der Temperatur T2 zur Temperatur T1 gehen. Oder umgedreht, das ist jetzt egal. Wir wissen, dass die Temperatur ja auch verknüpft ist mit der kinetischen Energie der Teilchen. Das heißt, wenn wir jetzt die Temperatur verändern, verändern wir auch die innere Energie der Teilchen. Also die Teilchen bewegen sich ja anders. Das hatten wir bei der Maxwell-Boltzmann-Geschwindigkeitsverteilung gelernt. Und der Betrag, mit dem sich die Energie verändert, das ist 3/2 R mal Delta T. Das hatten wir ja in einer der vorherangegangenen Lektionen gelernt. Es ist also so, dass wir die Wärmemenge, die wir in das System hineinstecken, wenn wir das System erwärmen wollen bei konstantem Volumen, oder die wir generieren, wenn wir das System abkühlen, die entspricht 3/2 R mal Delta T. Und wir können das jetzt verknüpfen mit einer experimentell makroskopisch messbaren Größe. Das ist die molare Wärmekapazität, CV. Diese gibt an, wie viel Wärme pro Grad Temperaturerhöhung das System aufnehmen kann. In anderen Worten, wenn wir uns anschauen wollen, wie die innere Energie sich ändert mit der Temperatur, dann ist das genau die molare Wärmekapazität, die eben angibt, wie viel Wärme pro Grad Temperaturerhöhung oder Erniedrigung das System aufnimmt. Es gibt noch eine andere Größe neben der molaren Wärmekapazität, die in der Praxis gerne verwendet wird. Das ist die spezifische Wärmekapazität. Die molare Wärmekapazität bezieht sich auf die Stoffmenge Mol und die spezifische Wärmekapazität auf das Gewicht. Das ist für die Praxis manchmal praktischer. Schauen wir uns jetzt nochmal eine andere Größe an. Also wir haben jetzt die molare Wärmekapazität bei konstantem Volumen definiert. Wenn wir jetzt aber bei konstantem Druck arbeiten, so wie wir das häufig machen, wenn wir ein geschlossenes System haben, dann arbeiten wir meistens bei dem Außendruck. Und wir wollen hier uns zwischen zwei Temperaturen bewegen, bei konstantem Druck. Das heißt, wir sind hier auf der Kurve, wo wir also die Temperatur T1 haben und dann haben wir die Temperatur T2 und wollen jetzt mit konstantem Druck von T1 zu T2 uns bewegen. Da stellen wir fest, dass wir auch gleichzeitig Volumenarbeit dabei leisten, denn wir haben hier eine Änderung des Volumens vorliegen bei einem konstanten Außendruck. Das hatten wir ja schon in den vorangegangenen Lektionen gelernt. So, das heißt also, wenn wir dort überlegen, wie viel Wärmemenge generiert wird oder hineingesteckt wird in das System, müssen wir immer noch zusätzlich berücksichtigen, dass diese Volumenarbeit zu leisten ist. Und damit haben wir einen zusätzlichen Term für die Wärmemenge, die wir berücksichtigen müssen. Wir haben zum einen die Wärmemenge CV Delta T, aber zusätzlich haben wir noch die Volumenarbeit, die wir ja ausrechnen konnten bei einem konstanten Außendruck mit R mal Delta T. Und diese Summe aus CV und R, wenn wir das Delta T ausklammern, das ist die molare Wärmekapazität bei konstantem Druck.
Das haben wir jetzt hier für den sehr einfachen Fall des idealen Gases behandelt. Das müssen wir im Hinterkopf haben. Das, was diese Überlegungen, die wir angestellt haben, wie wir das ausgerechnet haben, das ist für ein ideales Gas in einem geschlossenen System. Aber wir können ganz allgemein die molare Wärmekapazität bei konstantem Druck definieren als die Wärmemenge pro Temperatureinheit, die wir bei konstantem Druck übertragen. Und diese Größe, die ist eine Hilfsgröße in der Thermodynamik, die nennen wir Enthalpie. Ja, das ist also die Wärmemenge, die noch zusätzlich berücksichtigt, dass Volumenarbeit entsteht. Ja, wenn wir, ganz anschaulich gesagt, wenn wir die Temperatur erhöhen, dann dehnt sich bei konstantem Druck, dann dehnt sich das Volumen aus und das ist dann der entsprechende Term der Volumenarbeit. Und wir haben auch noch was anderes jetzt berechnet, mal so ganz nebenbei. Das ist die Differenz zwischen diesen beiden molaren Wärmekapazitäten CV und CP. Denn die Differenz CP minus CV entspricht genau der allgemeinen Gaskonstante, aber nur für ein ideales Gas. Auch das werden wir später noch einmal verwenden. Wir werden feststellen, dass diese Größen CV und CP insgesamt sehr nützlich sind. Wir haben das zwar in den Betrachtungen für ideale Gase hergeleitet, aber wir können mit diesen Größen ganz, ganz generell später arbeiten, auch für reale Systeme, auch für Feststoffe und Flüssigkeiten. Aber was sozusagen mikroskopisch hinter CV und CP steckt, das möchte ich Ihnen in der nächsten Lektion vermitteln. Denn dann kann man auch vorhersagen, wie groß CP und CV sind für verschiedene Stoffe. Und das ist auch ganz, ganz wichtig.